Hallo Welt, da sind wir wieder. Hier noch in Hangman's Alley und ich würde gerne irgendetwas mitnehmen, was wir verkaufen können in Diamond City. Das Beste wäre natürlich aufbereitetes Wasser. Jetzt schauen wir mal hier in die Werkstatt. Ich fürchte ja fast, dass wir hier kein aufbereitetes Wasser haben. Wir auch nicht haben und das haben wir auch nicht, wie man sieht. Ja, das wird leider nicht über die Siedlungen verteilt. Das ist dann alles in Sanctuary und dort wieder hinzulaufen, nur um das Wasser zu holen. Und ich tippe mal drauf, dass wir, naja, so 800 Teile Wasser, da werden wir auch nicht allzu weit kommen. Die würden wir wohl mitnehmen können und tragen, naja, tragen ist eine andere Geschichte, aber nein, wir wollten nichts einlagern, wir wollten herstellen, genau. Ja, unterwegs sollten wir uns eben auf diese Jet-Geschichte hier versteifen und das eben herstellen. Und das dann auch veräußern in Diamond City und in den anderen Siedlungen auch. Also wie viel an Jet-Boost könnten wir denn herstellen? Gar nichts, weil wir jetzt kein Jet haben. Ansonsten ist das auch nicht viel. Nicht mal 10 Teile, aber 10 ist besser als gar nichts. Stellen wir doch einfach mal ein wenig hier vom an Jet her. Obwohl, ich finde, naja, so richtig, macht das richtig Sinn, jetzt sich hier einen abzudrücken die ganze Zeit. Vielleicht warten wir einfach, bis wir wieder mehr Plastik haben. Dünger sollte mittlerweile immer genug reinkommen durch unsere Siedlungen. Machen wir das erstmal so und stellen dann nochmal ein paar Teile Jet Boost her. So, das war es auch schon. 10 Teile waren das nur. Habe ich 50 gesagt? Ich weiß es nicht. Es waren nur 10 Teile Jet Boost. Die lassen sich noch besser verkaufen und ja, hier sind wieder einige Leute auch. Hier ist allerdings auch so wenig Platz für einen Brahmin-Käfig noch. Das wäre natürlich klasse, aber scheint wirklich was zu werden. Die nehmen wir mal mit. Und ich hoffe, wir lassen sie dann auch gleich da. Klingenkorn kann man nie genug haben, da wir jetzt die Brahmin-Käfige entdeckt haben. Und wo ist es? Tatos? Naja, gut, müssen wir jetzt nicht unbedingt mitnehmen, aber ach komm, einmal ernten. Naja, das war jetzt nicht so geplant. Und die Wasserpumpe zu nah an den Pflanzen stehen und daher haben wir gleich einen Wasserbauch. Ja, okay, es reicht. Die beiden, die müssen da bleiben. Irgendwer wird sich schon darum kümmern und sie abernten. Auf nach Diamond City. Und halt, was war das? Habe ich da gerade einen Ruckler bemerkt? Naja, es hat in letzter Zeit sowieso sehr stark geleckt. Hier ist noch eine schöne Waffe. Darauf hatte ich es abgesehen jetzt. Vielleicht können wir hier noch was rausnehmen. Ja, wir können. Alles. Oh, was war das? Da war noch was. Ein Probegewehr. Wir können alles mitnehmen, was wir finden. Das ist wunderbar. Aluminium. Noch mehr Dosen. Fleischsäcke. Ja, wir bräuchten irgendwo, müssten wir noch was finden, wo wir Holz herbekommen. Ich habe zum Beispiel gelesen, dass in Schaufeln, wenn ich das richtig verstanden habe, 3 Teile Holz sind. Gibt es hier nicht irgendwo ein Schaufellager? Ach, das lassen wir jetzt stehen, oder? Redex als Dekostück lassen wir mal stehen. Ja, in Schaufeln sollen 3 Teile Stahl und 3 Teile Holz sein. Jetzt weiß ich nicht, wie schwer so eine Schaufel ist, aber es scheint sich zu lohnen, mal Schaufeln irgendwie mitzunehmen. Allerdings müssten wir eine Schaufelfabrik schon finden, damit wir richtig viel uns davon nehmen können. Wir brauchen vor allem Holz. Holz, das ist unser Ziel. Viel Holz in den nächsten 1-2 Folgen noch zu bekommen. Diamond City nun, wir werden jetzt sehen, ob es Sinn macht, eine Nacht hier in Hangman's Alley zu verweilen und dann wieder zurück. Ob man dann hier schon wieder einkaufen kann, ich weiß es nicht. Wir werden es jetzt rausfinden. Ich denke, es ist schon die 2. Nacht. Eine Nacht haben wir hier in Diamond City genächtigt. Und dann haben wir nochmal in Hangman's Alley gepufft. Und ich denke, ja, schön wäre es, wenn jetzt schon wieder was da wäre. Werden wir sehen.
Wir sind auf jeden Fall noch korrekt gekleidet. Wir werden auch... Oh, wir fangen erstmal mit dem Fleisch an. Wir können gar nicht so viel verkaufen. Hüfte, Rippchen oder Lende. Ist alles gut. Also entscheide dich. Ich möchte auch alles haben. Dann lass mal sehen, was du so hast. Das Brahmin-Fleisch ist ganz frisch. Wenn du was anderes willst, bist du hier falsch. Ja, sie hat noch nichts. Ich glaube, eine Nacht irgendwo anders, das bringt noch nichts. Sie hat immer noch unseren Jet, sie hat keine Kronkorken. Dennoch versuchen wir es. Versuch, macht ja. Aha, ich dachte schon, Cricket Verdammt, wäre das. Ich bin zu klapprig, um bei den Minutemen mitmachen zu können. Das sind nicht einfach nur alte Holzstücke. Nein. Ein Schlagholz ist ein handgefertigtes Stück Hickory-Holz. Sehr schön. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Alles Originale. Oh, was habe ich da gerade gesehen? Ich suche Arbeit und tatsächlich würde er uns Arbeit anbieten. Das versuchen wir doch noch einmal. Hey, Mo. Brauchst du ein Schlagholz mit etwas mehr Wumms? Hä? Rostfreie Stahlnägel, ich sag's dir. Ich suche Arbeit. Bin auf der Suche nach Arbeit. Hast du es dir wegen dieser Baseball-Relikte aus dem Westing-Anwesen noch mal anders überlegt? Um Geld bitten. 100 Kronkorken sind ein bisschen wenig. Ich will mehr. Mir gefällt, wie du denkst. Sagen wir 125 Kronkorken. Was meinst du? Ach, mehr Geld. Bitte. Dir gehört ein ganzer Laden. Da ist doch sicher mehr drin. Da kriegst du ja einen richtig feurigen Blick. Okay. 150 Kronkorken pro Stück. Aber dann will ich auch Ergebnisse sehen. Einverstanden? Noch mehr Geld. Du willst mich über den Tisch ziehen, Mo. Komm schon, zeig mir, dass es dir ernst ist. Oh, wenn Eisaugen Julie jetzt nur deinen Blick sehen könnte. Gegen dich hätte vermutlich nicht mal sie eine Chance. Du hast gewonnen. 200 Kronkorken, aber das ist mein letztes Wort. Also, einverstanden? Okay, ja. Eine Karte, ein Handschuh und ein Ball. Verstanden. Ich danke dir. Und der Baseballsport dankt dir auch. Er will ja immer das Gleiche. Nein, 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 nein. Das wollen wir aber nicht so gerne machen. Okay, werden wir jetzt noch einmal. Liegst du mit allem, was ich habe, richtig? Signierten Handschuh haben wir ja schon gefunden. Das heißt, ja, okay. Zeig mal, was du so hast. Für jeden was dabei. Ach, für jeden. Na gut. Wie gesagt, wir werden es noch einmal machen. Vielleicht sollten wir auch mal anfangen, so langsam Power-Rüstungsgestelle zu kaufen für unsere Händler. Er hat zum Beispiel jetzt immer noch keinen Brennstoff. Also so richtig eine Nacht, das lohnt nicht. Da müssten wir wirklich mal jetzt länger uns hier nicht blicken lassen. Das war Absicht. Sicher einkaufen. Im Surplus sind Zünds nicht willkommen. Du schon wieder. Okay, ich habe einiges im Angebot. Tja, die perfekte Verkäuferin. Zeig mal, was du so hast. Hier. Du schon wieder. Aber sag bloß nicht Schrott dazu. Wir kaufen doch hier mal so schön ein und dann wird man so herzlich empfangen. Okay. Hat sie denn auch nichts Neues? Nein, keiner hat hier was Neues für uns. Das ist ja das ganze Problem. Aber wir können jetzt hier mal vielleicht ihr so ein bisschen ein paar Kronkorken abnehmen. Mal sehen, sie bekommt von uns all das Jet Boost. Und sie bekommt auch noch alles Jet und dann sind wir doch schon wieder, naja, nicht um einige Kronkorken leichter, aber wir reicher. Wir haben uns aber ein paar Kronkorken wiedergeholt. Macht euch nicht unbewaffnet vor die Mauer. Hier gibt's das und dann nehmen wir wieder Zeug mit, was wir nach Hangman's Alley tragen können. Wie in der letzten Folge vielleicht schon gesagt, wir werden das ein, zwei Mal wiederholen, damit wir hier so den gesamten Schrott alles rausbekommen. Es macht ja nicht viel Sinn, hier jetzt allzu viel einzulagern. Besser wäre es, wenn wir das eben außerhalb von Diamond City lagern. Denn hier haben wir immer noch keine Versorgungsroute. Die Waffen lassen wir mal drin. Aber die Kleidung mit Stern zum Beispiel, das brauchen wir ja nicht alles hier zu lassen. Das kann weg. Vault 114 Anzug. Ich erinnere mich gerade gar nicht. Vault 114, das war das mit diesen Mafia-Brüdern, glaube ich. Kellogg's Outfit, das kann alles eigentlich mal woanders hin. Abgenutzter Filzhut, 12 Stück. Sehr schön. Okay, dann haben wir hier noch sehr viele Hilfsmittel.
Ein bisschen was sollten wir hier lassen, aber ich sag's nochmal, in Diamond City, da gibt es doch alles. Eigentlich brauchen wir hier gar nichts zu lassen. Meiner Meinung nach, das können wir alles jetzt mitnehmen. Außer ein paar Waffen, falls wir hier was bauen wollen. Dann können wir die Waffen halt wieder zurücklegen. Wasser habe ich gerade gesehen, sollten wir vielleicht auch hier lassen. Ein bisschen, obwohl Wasser werden wir doch mit Sicherheit hier auch noch irgendwo so eine Pumpe auf dem Feld finden. Ich glaube, wichtig, naja, so viel wird unser Wasserspender auch nicht tragen können. Wichtig ist erstmal, dass wir hier so ein bisschen Ordnung reinbekommen. Und den Schrott hätte ich gerne in Hangman's Alley. Das wäre mir auch noch sehr wichtig. Ja, mal sehen. Okay, mal sehen, was unser Wasserspender alles tragen kann. Wasserspender, was kannst du tragen? Kleidung. Ja, da war doch schon sehr viel, was wir hatten. Bestens wäre es natürlich, wenn sie jetzt den ganzen Schrott bekommen würde. Ah, es muss sowieso alles weg, also von daher können wir das auch mal so rummachen. Was haben wir denn? Schrott, ein bisschen Aluminium. Das ist nicht viel. Das ist das, was wir gerade so eingesammelt haben. Dennoch sind wir immer noch gut überladen. Hatten wir denn Waffen vielleicht doch hier rausgenommen? Ah, wir haben unterwegs welche gesammelt. Na gut. Die kann sie noch tragen. Oh, sie kann aber ordentlich tragen, muss ich sagen. Doch, doch. Fangen wir vielleicht mal unten in der Liste hier an und legen hier was ab. Ich glaube, Karotten sollten wir hier lassen. Sowas ist dann doch eher selten hier in der Gegend. Also da kommt man auch in Diamond City nicht so gut ran an die Karotten. Traubenmentets, naja, gut. Tatos kann sie tragen. Steve Boy nochmal. Ach so, dieses Salisbury Steak und so, das wollten wir, glaube ich, hier verkaufen. Ja, aber das bringt ja jetzt nicht so viel. Wenn wir verkaufen, dann im großen Stil. Und ja, sonst denke ich, lohnt sich das gar nicht so sehr. Ein bisschen was essen können wir ja gleich. Mutantenhundekeulen, naja, das kann sie alles erstmal tragen. Ich warte auf den Eintrag Karotten irgendwo. Der wird unter K wie Karotte stehen. Melonen. Ja gut, das könnten wir alles hier lassen, hier lassen und... Ah, das reicht ja schon, okay. Zum Rüberlaufen reicht das. Ja, da haben wir noch den gesamten Schrott hier drin. Vielleicht packen wir sie doch einmal vor... Aufgepasst. Kommt immer so nah. Ja, gut, dass wir ihr die Farbe gegeben haben. Damit erschrickt man sich nicht ganz so. Ich stelle mir vor, wenn der jetzt schwarz wäre oder in einer anderen Farbe, egal eigentlich welche, dass wir... Also, da wird man sich doch manchmal ganz schön erschrecken, wenn sie so prompt auf uns zukommt. Warum haben wir denn hier so viele Bluterspritzen drin, frage ich mich gerade. Brauchen wir denn so viele? Blutkäfersteak, ziemlich schwer kann sie tragen. Blutpakete... Haben wir denn nicht was anderes Schweres noch? Nee, Kleidung hatten wir nicht mehr. Ja, die leichten Sachen behalten wir. Eingelegtes Fleisch wiegt was. Die Kürbisse natürlich. Gebackene Blähfliege. Wir werden einfach in Hangman's Alley gucken, was wir essen wollen, müssen, sollten. Ja, und da das ein wenig langweilig ist, denke ich hier jetzt nur zwischen Hangman's Alley und... Oh ne, die Karotten legen wir mal hier ab, alle. Kaugummi und Hangman's Alley und Diamond City hier umherzulaufen. Ja, ich denke also mal, dass wir auch weiterziehen werden demnächst, sobald hier die Werkbank einigermaßen leer geräumt ist. Können wir dann wahrscheinlich mal nach Good Neighbor, um uns ballistische Faser noch zu holen. Ballistische Faser wäre auch sehr schön, wenn wir davon richtig viel hätten, da wir ja all unsere Siedler mit verbesserten Kleidungen ausrüsten wollen, mit verbesserten Rüstungen. Ja, was sollen wir ihr denn noch geben? So viele schwere Sachen haben wir jetzt gar nicht mehr dabei, sehe ich. Die kann ja noch ordentlich was tragen. Moment mal. Dann nehmen wir doch den Schrott hier doch mal mit.
Wie ich schon sagte, was man hier bauen will, das bekommt man sowieso dann alles hier zu kaufen. Da brauchen wir kein großes Schrottlager. Das ist besser aufgehoben in unseren anderen Siedlungen, damit wir daraus was Schönes bauen können. Ich habe zwar auch immer ganz gerne so einen kleinen Vorrat an Schrott und allem Möglichen, aber so viel wird sie nicht tragen können, das glaube ich nicht. Ja, dann laufen wir halt einmal überladen darüber, aber ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht noch Lust, nochmal hierhin wieder zurückzukommen. Also auf dem Rückweg, wenn wir werden Bunker Hill die Richtung gehen, wie gesagt, Hangman's Alley, oh, das ist aber viel hier. Also Hangman's Alley erstmal ablegen, damit wir überhaupt laufen können und dann wahrscheinlich Bunker Hill und vom Bunker Hill wird es höchstwahrscheinlich dann doch wieder zurückgehen. Ich hatte erst gedacht, der Slog auch noch, aber oh, hier ist aber ordentlich an Schrott drin. Haben wir das alles gesammelt hier? Wofür? Man kann doch hier gar nichts bauen. Wow. Wow. Das nimmt ja gar kein Ende. Ich kriege schon einen Krampf im Finger. Die E-Taste, meine Güte. Ich brauche bald eine neue E-Taste hier an der Tastatur. Das nimmt ja echt kein Ende. Kann doch gar nicht sein. Okay. Okay, okay. Umso besser. Umso mehr können wir bauen. Ich frage mich aber trotzdem, wo das ganze Zeug herkommt. Durst. Ja, man darf nicht vergessen zu trinken. Das ist mir letzte Woche wieder passiert. Habe ich den ganzen Tag vergessen zu trinken. Dann war ich, habe ich das selber mal gemerkt, wie das ist, wenn man dehydriert ist. Es macht keinen Spaß. Es ist nicht wirklich schön. Werden wir uns die Knöchel jetzt schneller verknöcheln, wenn wir hier so viel überladen sind? Also kommt das darauf an, wie viel Pfund man zu viel trägt? Umso schneller verkrüppelt man sich? Oder? Aufgepasst! Ja. Ich hoffe, Sie finden, was Sie suchen. Das war jetzt aber erstaunlich viel, was wir hier an Schrott haben. Das gefällt mir. Vielleicht brauchen wir da gar nicht mehr so eine Runde vielleicht noch machen. Und dann können wir vielleicht schon wieder zurück zur Abernathy Farm und bauen. Ich weiß, ich habe da jetzt gar nichts im Kopf, wie viel wir brauchen, aber viel, auf jeden Fall. Sehr viel. Wow. Das war's. Mehr kann sie nicht tragen. Ja, das ist aber schon ordentlich. So, dann geht's jetzt beladen, wie wir eben sind, geht es jetzt raus in die weite Welt. In, ja, noch Hangman's Alley. So weit ist die Welt nicht. Eine kleine weite Welt. Ach, wir sollten auch mal Nick Valentine besuchen und gucken, was sich da jetzt geändert hat. Vielleicht hat er neue Sprachoptionen schon oder irgendwie. Es gibt vielleicht was Neues. Ich bin so froh, dass wir Nick Valentine bisher noch nicht als Begleiter hatten. Großartig. Wir waren, glaube ich, mal kurz in Good Neighbor mit ihm, aber haben ihn dann ausgetauscht. Ich weiß gar nicht mehr gegen wen. Ich glaube gegen Piper. Das war meiner Meinung nach ein ganz guter Tausch, wenn das so war. Aber ich bin jetzt echt angenehm überrascht, dass wir so viel Schrott hier hatten in Diamond City. Ja, wir haben gekauft und immer reingetan und gehofft, dass wir eines Tages mal eine Versorgungsroute hier herlegen können. Konnten wir aber nicht, also müssen wir jetzt schleppen. Ja, so ein kleiner Wagen wäre nicht schlecht, ne? Wenn man so einen Ladewagen hinter sich herziehen könnte. Was mir ein bisschen Sorgen macht, dass die Händler hier gar nicht mehr vertreten sind. Und die Schatten, muss ich sagen, ja gut. Die Schatten sehen jetzt nach dem Grafikkarten-Update, Treiber-Update, nicht mehr so toll aus. Aber es geht. Ich finde, sie sind ein bisschen weicher. Sieht sogar vielleicht ein bisschen realistischer aus jetzt. Doch, doch. Ganz nett. Na, hoffentlich sind da nicht wieder Gegner. Ich finde, alles sieht jetzt ein bisschen weicher aus, so ein bisschen verschwommener, aber vielleicht auch. Also hier dürfte doch noch niemand wieder sein. Es soll ja auch, dieser Patch soll auch bewirken, dass die Gegner dann nicht mehr so oft wieder respawnen.
Das wäre ja auch schon mal ganz schön. Moment, sind wir schon vorbei? Ja, ich glaube. Hier war der Eingang. Ups. Ja, okay. Ich hoffe, sie kommt nach. Wir legen jetzt erstmal unseren Kram hier ab. Moment, das bringt ja gar nichts. Wenn wir einmal dabei sind, dann können wir gleich alles nehmen. Von aufgepasst. Hier einmal alles nehmen. Handeln, handeln, handeln. Oh, eher umgekehrt. Nehmen wir mal alles, was sie dabei hat und schmeißen das dann hier rein. Hoppla. Oh, hoppla. So, der Schrott ist schon mal weg. Da haben wir ja immer noch Sturmgewehr und Impro-Gewehr. Haben wir das jetzt nochmal aufgesammelt? Natürlich müssen wir das von hier natürlich auch mal dann wieder wegtragen, aber im Moment geht es doch eher darum mal, dass wir den gesamten Schrott hier reinbekommen. Chemikalien-Schutzanzug. Ja, okay, der kann auch hier rein. Hilfsmittel. Das wird abenteuerlich jetzt. Und Bluterspritze, so viel. Leider, leider. Waffen, oder ist gut so. Munition wird ja auch nicht verteilt über die Siedlungen. Blutkäfersteak. Ziemlich schwer. Davon essen wir gleich mal eins. Blutpakete können hier rein. Blähfliegenlarve. Brauchen wir keine 4 Stück mit uns rumzuschleppen. Buffjet eigentlich auch nicht 2. Buffout 4 brauchen wir auch nicht unbedingt. Buff-Tets schon eher ein paar. Also da sage ich mal 3 Stück sollten reichen, wenn wir die mitnehmen. Cram kann alles hier rein. Dreckiger Ödländer. Ja, bei dem Gewicht brauchen wir das eigentlich nicht. Eichhörnchen am Stiel nehmen wir mal mit und Eichhörnchen-Eintopf auch. Eingelegtes Fleisch. Oh, das wiegt was. Flaschenkürbisse. Haben wir die Karotten gerade abgelegt? Werden wir ja gleich sehen. Ich fürchte fast nein. Aber aus irgendeinem Grunde wollten wir ja sowieso noch mal ganz kurz zurück nach Diamond City. Ich denke, wir wollten dort mal nach Wasser suchen. Was wiegt so eine Gemüsesuppe? Oh, die wiegt richtig was. Geröstetes Meyerlock-Fleisch. Ja, ein Teil können wir ja gleich mal essen. Hasenfußspritze lässt das Ziel flüchten. 2 sollten reichen, wenn wir die da mitnehmen. Wir benutzen die das Injektorgewehr 1 Sekunde. So selten, also mit einem Gewicht von 8,8 könnte man sich fast überlegen, ob man das nicht auch hier lässt und dann wirklich nur mal mitnimmt, also für die Jagd zum Beispiel. Wenn man wirklich mal sagt, jetzt gehen wir mal irgendwie Skorpione jagen oder sowas. Wo waren wir gerade stehen geblieben? Geferol-Spritze senkt die Schadensresistenz des Ziels 2 Minuten lang. Da brauchen wir aber auch keine 7, auf gar keinen Fall. Und die Hasenfußspritze würde eine reichen, meiner Meinung nach sogar. Jetboost nehmen wir mal mit zum Verkaufen noch. Ah ja, die Karotten haben wir behalten, sehr gut. Wir gehen also noch einmal zurück nach Diamond City und Klammergriffspritze, das war doch, das ist doch gut. Lähmt das Ziel nämlich für 15 Sekunden. Nun, ich glaube nicht, dass wir unbedingt 5 davon mittragen müssen, selbst 3 sind schon übertrieben, meine ich, bin ich mir ganz sicher. Klingenkorn kann hier rein, Köterkeule, naja gut, 20 müssen wir davon nicht rumtragen mit uns. Leguan am Stiel und Leguan Bissen. Ich weiß gar nicht, ich glaube Leguan Bissen, wenn man genug Holz hat, kann man da auch was Schönes draus machen. Also behalten wir das lieber im Inventar erstmal und gucken, ob man da später irgendwas draus kochen kann. Meyerlur Königin Steak, das ist aber schwer. Erstaunlich, dass wir so viel in Diamond City hatten. Naja, wir haben dann immer alles reingestopft und nie was mitgenommen. Orange Mantets. Plus 10% Wetzpräzision. Das benutzen wir nie. Und die Pax-Spritze beruhigt das Ziel für 30 Sekunden. Das benutzen wir auch so gut wie nie. Also wenn wir 2 davon mitnehmen, das reicht.
Psycho benutzen wir schon öfter. Das sollen wir vielleicht beibehalten, genau wie Psycho Jet. Bestimmt brauchen wir da nicht so viel. 2 würden reichen. Psycho Buff. Schaden 25%, Stärke 3. Das hört sich schon mal gut an. Und Ausdauer auch 3. Okay, das Red Scorpion Steak, das können wir einmal eins essen wir gleich. Red Scorpion Spritze. Ich weiß gar nicht. Eigentlich, wie gesagt, brauchen wir das gar nicht. Das ist unnötiger Ballast, den wir mit uns rumschleppen. Radix, ich glaube auch da müssen wir nicht so viel mitnehmen unbedingt. 7 ist schon übertrieben, meiner Meinung nach. Okay, Red Away kann man ja unterwegs ein bisschen was mit dabei haben, aber ich denke auch, das ist übertrieben schon. Und schimmeliges Essen. Naja, vielleicht kann man irgendwann nochmal was daraus herstellen. Stimpaks wiegen jetzt auch was. 50 Stück, eigentlich meine ich 20 sollten reichen. Ja, aber gut. Es kann ja nicht schaden, wenn man die doch mal... Okay, da sollte man vielleicht nicht so geizig mit sein. Stimpaks. Tatos schon eher. Ich denke, die könnten wir aber besser gleich nach Diamond City bringen. Denn da weiß ich jetzt gar nicht, ob wir Tatos überhaupt in Diamond City haben. Tato-Pflanzen. Aber hier der ganze Whisky und Wodka, das kann alles weg. XL. Stärke 2, Wahrnehmung 2, Ausdauer 2, Charisma 2, Intelligenz 2, Bewegung 2 und Glück 2. Glück brauchen wir immer. Ist aber sehr, sehr selten zu finden. Ich glaube, wir haben überhaupt im Spiel erst 3 Teile oder sowas gefunden, die ganze Zeit über. Also sammeln wir das lieber. Also Tatos müssen wir zurückbringen, Karotten müssen wir zurückbringen. Und dann müssen wir noch schauen, ob wir vielleicht ein wenig Wasser dort noch finden, aufbereitetes Wasser. Schauen wir mal bei dem Stichpunkt aufbereitetes Wasser, ob wir hier, Kronkorken haben wir hier. Und wir haben aber kein aufbereitetes Wasser. Ja, wie ich schon sagte, das liegt alles schön in... Scheint wirklich was zu werden. So, jetzt haben wir aber die Werkstatt drüben leer und ja, wir wollten mal gucken, was wir hier noch herstellen können. Dieses Objekt wird von... Achso, jetzt aber, oder? Wollen wir sehen, was wir hier aus den Zutaten, die wir jetzt haben, alles so... Ja, wir können alles machen. Wir können alles machen, weil wir jetzt alles hier in die Werkbank gelegt haben. In anderen Siedlungen würden wir nicht so viel machen können. Getränke. Was? Dreckiger Ödländer. Naja, gut wäre es noch, wenn man irgendwie schmutziges Wasser auch herstellen könnte. Eichhörnchen-Eintopf, da fehlt uns Blutblatt. Jetzt fehlt uns Blutblatt dafür. Redhirsch-Eintopf. Bringt auch nicht so viel. Die Nudelschale, schmutziges Wasser brauchen wir so viel dafür. Lassen wir mal einfach alles. Verwertbares Gemüsestärke bringt Kleber. Moment, was sehe ich denn da? Gemüsestärke, das können wir herstellen. 1946 Einheiten aufbereitetes Wasser haben wir. Warum können wir das dann nicht hier rausnehmen? Wasser. Kein aufbereitetes Wasser. Also man kann kochen, dann wird es geteilt, aber man kann es nicht rausnehmen. Naja, ob das Sinn macht oder nicht, das wissen wir noch nicht. Okay, schauen wir mal, was wir an Holzteilen überhaupt jetzt schon an Strukturen bauen können. Okay, hiervon können wir 100 Stück bauen. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Wir haben schon mal, wie viel Holz haben wir? Über 1000 Einheiten Holz, ja gut. Da geht aber noch mehr. Ja, wir können schon schön unten bauen, ich sehe das schon. Also in Abernathy Farm, das ist eher oben. Aber ich sehe schon 200 Wände hiervon. Ja, wir würden schon ein ganzes Stück weiterkommen. Ich möchte aber noch nicht wieder zurück, noch weiter Holz lieber kaufen. Das wäre mir lieber. Also geht's jetzt erstmal zurück nach Diamond City und... Wir liefern die Karotten und auch die Tatos dort ab und schauen uns dann noch nach Wasser dort um.
Was ist da oben eigentlich? Da müsste man doch auch irgendwie hochkommen können. Nur nicht vergessen, Wasser suchen in Diamond City. Ja, das kann ja nicht sein, dass wir so viel immer laufen müssen, nur um einen Schluck sauberes Wasser zu bekommen. Kostenlos. Oh, eine Wand, ein Pfeiler. Moment, Hafhorn. Geh rein. Sullivan. Hallo, Danny. Sullivan. Kann nicht reden. Das untergräbt mein Image als harter Bulle. Na dann. Na dann sind wir schon wieder am Ende. Also wir werden in der nächsten Folge die Karotten ablegen. Die, wie heißt das andere Zeug? Potatoes werden wir auch ablegen. Und wir werden nach Wasser suchen. Das alles in der nächsten Folge. Ja, dann darf ich mich an dieser Stelle fürs Zusehen bedanken. Vielen Dank. Und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Daumen hoch für euch. Und tschüss. Die Minutemen schlagen Weltrekord für heute.